So, hallihallo, heute mal wieder mit was Neuem. Und zwar habe ich jetzt hier probiert, Neonröhre zum Leuchten zu bringen. Und zwar nicht mit einer Tesla-Spule, wie man sie sonst kennt, sondern mit so einem Ding hier. Ja, jetzt mal ein bisschen, ist ein Prototyp. Und zwar sind da zwei Plexiglas-Schämen, in denen ich 8 Schlitze drin habe und wo ich das immer wechselseitig gewickelt habe. Allerdings habe ich festgestellt, ich hätte ungerade schlitzen müssen. Mit ungerade, na ja, das ist ein anderes Testgerät. Ja, da kriegt man ein schönes Muster drauf. Ja, ist ungefähr so wie eine Pancake-Coil. Dürfte auch denselben Zweck erfüllen wie eine Pancake-Coil. Ist halt nur mal versucht, das anders zu bauen. Simpler, vielleicht ohne Kleber und so. Ja, und das hier ist jetzt, wie gesagt, in der Mitte. Ist jetzt eine Alu-Spule mit 8 Windungen oder so. 7 bis 8 Windungen, können auch 9 sein. Ja, angestellt wird das mit der Transistorschaltung hier. Jo. Und das macht so ein Magnetfeld, Elektromagnetfeld, dass ich hier eine Neonröhre mit betreiben kann. Ja. Für eine LED reicht es auch noch. Allerdings muss ich hier dann noch E-Pol vom Kollektor holen. Und die Eisenstange, die in der Mitte durchgeht, die Bindestange, die hat keinen Kontakt zu irgendwas. Die geht da einfach nur durch. Ja, und dann habe ich jetzt hier natürlich 2 Pole frei hin da. Hier habe ich zusammengelötet, da oben drauf. Ja, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber da fängt es an ordentlich zu stinken, wenn man da hinkommt, wenn man die Haut anfängt wegzufackeln. Na, da kann man auch schön die Funken sehen. Ja. So, wo ist denn der? Achso, die habe ich jetzt in Reihe dran. Achso, alles klar. Nee, da sind keine zwei Anfänger jetzt. Aber ich könnte auch den nehmen. Muss nur aufpassen, dass ich hier kurz mache. Ach, Kamera, wo bist du? Wie das immer so ist. Ohne Stativfilm ist einfach Trash. So, manchmal so. Kommt, ist aber nur eine LED-Lampe, ist nicht. Frisst nicht allzu viel. Aber wie gesagt, die Röhre, die schon uralt ist, wo das Leuchtgas schon fast verbraucht ist, die springt immer noch an. Also, ja. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch mal wieder inspirieren. Vielleicht könnte man auch das für den Uhrzeitcode nehmen, wenn man hier jemand Feld raus hat und immer hier ein Feld. No? Das ist vielleicht mal eine andere Methode. Na gut, bis dann erstmal. Tschüss.